Es geschah in einem Provinzstädtchen, erzählte der Mond, allerdings schon im vergangenen Jahr. Aber das tut nichts zur Sache, denn ich sah es sehr deutlich. Heute Abend habe ich davon in der Zeitung gelesen, da war es allerdings längst nicht mehr so eindeutig. Unten in der Gaststube saß der Bärenführer und aß sein Abendbrot. Meister Petz hatte er draußen hinter dem Holzstoß angebunden, den armen Burschen, der keiner Seele etwas zuleide tat, obwohl er gefräßig genug aussah. Oben in der Dachkammer spielten drei kleine Kinder in meinen hellen Strahlen. Das Älteste mochte wohl 6 Jahre alt sein, das Jüngste nicht mehr als 2. Klatsch, klatsch, kam es die Treppe herauf. Wer konnte das sein? Die Tür sprang auf, es war Meister Petz, der große zottige Bär. Er hatte sich unten im Hof gelangweilt und nun den Weg zur Treppe hinaufgefunden. All das habe ich gesehen, sagte der Mond. Die Kinder erschraken sehr über das große, zottige Tier und verkrochen sich in die Ecken. Er aber entdeckte sie alle drei und berührte sie mit der Schnauze. Doch er tat ihnen nichts zuleide. Das ist bestimmt ein großer Hund, dachten sie, und dann streichelten sie ihn. Er legte sich auf den Boden, der kleinste Junge kletterte auf seinen Rücken und spielte mit seinem goldgelockten Kopf in dem dicken, schwarzen Pelzversteck. Nun griff der älteste Junge zu seiner Trommel und schlug darauf, dass es dröhnte. Und der Bär stellte sich auf seine beiden Hinterbeine und begann zu tanzen. Das war lustig. Die Jungen nahmen beide ihr Gewehr und auch der Bär bekam eins und hielt es ordentlich fest. Einen prachtvollen Kameraden hatten sie da bekommen. Und dann marschierten sie. Eins, zwei, eins, zwei. Da fasste jemand an die Klinke. Die Tür ging auf, es war die Mutter der Kinder. Du hättest sie sehen sollen, ihr lautloses Entsetzen, das kalkweiße Gesicht, den halboffenen Mund, die starren Augen. Doch der kleinste der Jungen nickte ausgesprochen vergnügt und schrie in seiner Sprache: Wir spielen nur Soldaten. Dann kam der Bärenführer.